Morgen. Ja, ich habe doch mein Zelt aufgebaut, weil es ist einfach wärmer im Zelt. Und draußen ist es wie im Oktober. Und letzte Nacht, das deutete sich schon früh an, dass es echt kühl wurde. Deshalb. Naja. Wirklich, es fühlt sich an, als ob es Oktober wäre. Oh. Naja, kann ich schon mal üben. Tyrion genießt Würstchen zum Frühstück. Die waren nicht mehr gut. Eineinhalb Kilometer geht's nur ordentlich den Berg runter, hinab ins Lautertal, wo es wirklich toll ist. Diese großen Blätter, die hier den Fluss säumen, als Kind haben wir immer Bachbabbeleblatt dazu gesagt. Oh Mann, da kommt ein fettes Regenband und jetzt musste ich ganz schnell das Zelt aufbauen. Hab Gott sei Dank den Förster vorher noch getroffen, weil hier ist Naturschutzgebiet im Lautertal und er meinte nur so, stell auf, ist ihm scheißegal. Deshalb höre ich auch auf mit Laufen für heute. Jetzt bin ich zwar nur 13 Kilometer gelaufen, das ist aber nicht schlimm, weil zu Olli, zu dir, Olli, das sind nur noch 20 Kilometer. Das ist also nicht so weit, wobei da davon ganz viele Kilometer den Berg hochgehen. Naja, egal. Jedenfalls 20 Kilometer laufe ich lässig morgen. Also, weil ich ja mit meinem Facebook-Profil wieder mal was Wichtiges verloren habe und loslassen musste, mal einfach ein paar Gedanken zum Thema loslassen. In der Regel stellen wir uns nicht die Frage, was wir loslassen könnten, weil wir alle darauf konditioniert sind, unseren Besitz behalten zu wollen. Doch je größer unser Haben wird, umso mehr Ballast sammelt sich an, der uns das Leben eigentlich schwer macht. Das Loslassen bezieht sich nicht nur auf materielle Güter, sondern auch auf geistigen Ballast, der uns das Leben noch viel schwerer macht als irgendein alter Schrank, der auf dem Speicher steht. Bevor ich mit Trees of Memory gestartet bin, habe ich tatsächlich alles verschenkt und verkauft, was ich besessen habe. Ich habe 14 große Koffer voller Klamotten in die Obdachlosenunterkunft getragen und dazu noch 3 Säcke mit 40 Paar Schuhen. Ich habe alle Souvenirs, die ich über die Jahre gesammelt habe, an Freunde verschenkt und die Kunst an den Wänden musste ich letztendlich zum Schleuderpreis verramschen, weil ich sie sonst gar nicht losgeworden wäre. Selbst ein handgewobener Teppich, mehrere tausend Euro wert, habe ich am Schluss für 100 Euro weggeben müssen. Am Anfang war das trotz des großen Ziels, das ich hatte, wirklich schwer und nicht selten flossen Tränen, weil es mir so schwer fiel, alles loszulassen und am Ende mit nichts dazustehen. Und natürlich hatte ich auch wirklich Angst vor diesem Schritt. Doch mit jedem Teil, das gegangen ist, wurde es mir leichter ums Herz. Das konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen. Nachdem 50% der Sachen weg waren, wurde der Wunsch immer größer, den ganzen Ballast so schnell wie möglich loszuwerden. Am Ende stellte ich Kartons voller Küchenutensilien nur noch auf die Straße,
wo sich die Sammler wirklich drum gekloppt haben. Abkaufen wollte niemand etwas von mir, aber auf der Straße haben sie sich wirklich um die besten Stücke gestritten. Absolut absurd. Mit dem Loslassen der Besitztümer tauchte auch eine geistige Leichtigkeit auf, die es mir immer leichter machte, durch den Tag zu kommen. Gleich dem alten Zeug aus dem Keller tauchten alte Erinnerungen, Ängste oder Sorgen auf und ich erkannte, dass ich die auch einfach loslassen kann, weil sie keine Bindung mehr zu mir haben. Andere Gedanken, die als Kreisgedanken immer wiederkehrten, konnte ich nicht so ohne weiteres wegschicken, aber indem ich mich in der Meditation voller Konzentration dem ganzen Zeug widmete, konnte ich sie mit der Zeit dann doch gehen lassen. Diesen Prozess kann man auch tatsächlich üben, aber es dauert zugegebenermaßen wirklich lang. Heute, 4 Jahre später, ist es nach wie vor so, dass alles, was ich kaufen muss, mich nicht mehr erfreut, sondern eher belastet. Ich ärgere mich immer, wenn ich was kaufen muss. Die Dinge, die ich kaufe, haben überhaupt keinen Wert mehr und ich kaufe auch nichts mehr von einem Designer. Ich kaufe nur noch mit dem Gefühl, dass ich es morgen guten Gewissens in die Tonne treten kann oder zurücklassen kann oder einfach verschenke. Geistige neue Anhaftungen versuche ich ebenfalls zu vermeiden und gebe ihnen einfach keinen Raum mehr, sich festzusetzen. Das funktioniert zumindest in 90% der Fällen ganz gut. Und hast du auch schon mal versucht oder den schönen Satz gehört, dass man loslassen sollte, was man liebt? Kehrt es zu einem zurück, darf man es für immer behalten? Anfang diesen Jahres bekam ich eine Mail von der Frau, die mir damals den Teppich abnahm. Sie schrieb, dass der Teppich immer mir gehört hat und sie sich immer nur als Bewahrer sah und sie ihn mir gerne zurückgeben wolle, jetzt wo ich nach Berlin zurückgekehrt bin. Und jetzt liegt der Teppich in meinem Winterzimmer vor dem Bett. In Amerika gibt es eine Bewegung, die den persönlichen Besitz auf 33 Dinge reduziert. Frauen reduzieren den Kleiderschrank auf 33 Kleidungsstücke. Die Erfahrungen, die sie machen, sind wirklich großartig, weil niemand merkt, dass sie nur noch 33 Sachen haben. Digitale Nomaden reduzieren alles auf die Füllmenge eines Rucksacks, damit sie jederzeit einfach gehen können. Und was ich mit Trees of Memory noch mit mir rumschleppe, ist nach wie vor viel zu viel. Nicht alles brauche ich. Als es weniger war und ich nur einen Rucksack hatte, wurde ich allerdings auf der Straße wirklich wie ein schäbiger Obdachloser behandelt. Jetzt mit meinem Hightech-Gefährt bekomme ich plötzlich die Aufmerksamkeit, die es braucht für dieses Projekt. Aber eigentlich ist auch das ein wirklich beschissenes Zeichen unserer Gesellschaft. Ich muss mit dem Wander-Bugatti daherkommen, damit man mir zuhört. Kleider machen Leute. Ich werde von manchen über das Haben definiert und das Sein ist nach wie vor vollkommen untergeordnet. Blöd, ziemlich blöd. Das Haben definiert mich nämlich nicht und das Haben macht auch dich nicht zu einem besseren Menschen. Ganz bestimmt nicht. Und was kannst du loslassen? Versuch einfach mal dieses oder jenes an einen Freund und einen Bekannten zu verschenken und fühle, was es mit dir macht.